Hi, herzlich willkommen zu der Donnerstagsfolge. Ich hatte keine Zeit aufzunehmen, weil ja auch Huberpack war und so weiter und so weiter. Und deswegen machen wir jetzt bei Felix. Fangen wir an mit den Ostereierjagd. Ja, ich hoffe, es hängt nicht so, weil ich habe hinten dran gerade, weil ich nehme gerade direkt auf, nachdem ich das andere aufgenommen habe und habe es schon beim Konvertieren speichern gerade. Und ja, deswegen, Felix. Hallo Anna, frohe Ostern. Du möchtest auch sicher auch. Sicher Ostern auf die Jovikse Art feiern, oder? Und du hast nie Ostern in Jovik gefeiert? Das ist das Schönste auf der Welt. Wir verstecken immer Eier füreinander und wer alle versteckten Eier von einer Person findet, der bekommt ein Geschenk. Du musst nicht teures sein, das ist ja hauptsächlich um die Suche geht. Ich bin sehr gut darin, Eier zu verstecken. Glaubst du, dass du all meine Eier finden kannst? Finde alle Eier. Okay. Ich glaube, es dauert ein paar Jahre bei mir. Weil ich zu dumm bin, um was zu finden. Ich bin mir jetzt unsicher, dass hier in der Stadt... Ja, in der Stadt. In der Stadt, in der Stadt. Eins habe ich von Felix. Also ich habe mir schon gedacht, dass bei ihm auch Eier sind. Wenn wir die abgeschlossen haben, glaube ich, können wir erst bei den anderen Quests für Eier suchen. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es auch außerhalb ist, weil es erst teilweise hier drin. Hier hinten könnte ich mir gut vorstellen, dass hier irgendwas ist. Weil es ist ja schon so ein gutes Versteck hier hinten. Hallo Zoe Pink Cake. Mann, ich komme mit SSO-Namen nicht so recht. Ich finde, es hängt nicht so. Okay, doch ein bisschen. Ah. Gut, jetzt stehen bleiben. Hallo, Cindy. Ich habe gedacht, kurz stehen bleiben, dann bleibt 100 Jahre stehen. Oh Mann. Na, es hat da hinten hat es irgendwie nicht gegangen. Ich glaube, es ist auch, der Surfer ist auch gerade sehr voll, weil ja dieses neue Update ist. Und ich glaube, da wollen viele jetzt schon Ostereier suchen. Also war es nicht so eine gute Idee, jetzt schon zu suchen, vielleicht. Ja. Darfst du überhaupt bei Big Bonnie was verstecken? Ist immer eine andere Frage, weil das ist ja Grundbesitz von Big Bonnie halt. Ich mag Big Bonnie immer noch nicht. Guck, das ist das Problem. Wenn bei mir der Surfer voll ist, hängt bei mir alles, weil ich habe ja auch schon gesagt, ich habe außerhalb dieses Ding noch gerade ein Videokonferenzspeichern, aber es hängt ja nicht nur daran. Aber weil, also hier im Silverglade sind gerade nicht so viele Leute, aber der Surfer ist eigentlich immer richtig gut beladen. Also damit meine ich, dass halt viele Leute immer voll oft on sind. Und ja, ich bin auch so dumm hier hinten. Kann man nicht lang. Ich bin irgendwie, mein Pferd ist so grün gekleidet und ich so hässlich. Das hatte ich, glaube ich, am Dienstag in der Folge schon an. Weil ich war jetzt nicht im Stall, habe ich umgezogen. Da hinten ist ein Ei, oder? Da ist ein Ei, oder? Oder? Oh. Manchmal denke ich mir nur so, warum muss ich es auch in die Mittagszeit machen, wo das Update anfängt? Wo es gerade erst angefangen hat, wisst ihr, wie ich meine? Weil dann ist immer so voll alles, also sind auch bestimmt noch viele bei den Haflingern, obwohl schon länger her ist. Wir gucken mal schnell hier in den Shop, da er gerade hier ist. Kochtes Ei. Oh mein Gott, wie süß. Ich mag eh nicht so Masken, aber... Nee, die geht gar nicht. Wir haben dann so ein Tierchen. Alle haben irgendwie die da. Obwohl die auch voll süß ist. Tut mir voll leid, weil die niemand kauft. Ich kaufe mir die mal, weil tut mir so leid. Für die Sattel. Ah, als Haustier, okay. Bis zu kann mir Bonbons gefällt. Ich weiß nicht, für was man das gebrauchen kann, aber okay. Ein Haustier, okay. Nee, das brauche ich jetzt aber nicht, du. Weil da hinten stand, ich habe nicht drauf geachtet.
Im Ernst, mir fehlt noch ein scheiß beklopptes Ei. Wo ist das? Bestimmt hier bei Ratsmann. Im Ernst. Ich weiß nicht, wo das ist. Nee, hier hinten sind nur die normalen Stände. Es könnte sein, dass es da hinten hinter dem Haus ist. Weil dort war auch schon mal irgendwann was bei irgendeiner Quest, aber ich bin mir unsicher. Nein, jetzt glaube ich auch, dass hier nichts ist, aber hier ist nichts. Okay. Wir mit der Maske. Ah, oh, das war ganz falsch hin, so als Bild. Jetzt krieg ich es nicht mehr hin. Mann, meine Kamera kann sich gerade nicht mehr richtig drehen. Es kann auch irgendwo hinter einem Haus sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe mal nicht auf die Uhr geguckt, weil ich angefangen habe. Es kann sein, dass ich dann wieder die Folge ein bisschen zu früh oder zu spät beende. Wenn ihr wisst, was ich damit meine. Na komm schon, oh Mann, ich hasse das. Was sind diese Löcher, von, dass man von außen nach innen springen kann? Was bringt das? Man braucht den Weg eher, um von innen nach außen zu springen. Aber nee, man darf hier ins Silvergate nicht springen. Das ist ja verboten hier. Er ist vielleicht ein Ei doch außerhalb. Oh, hier. Ich gehe jetzt hier raus. Ey, man kann da nicht raus. Da kann man doch durchlaufen. Das ist voll perfekt gemacht, von innen durchzulaufen. Das ist auch so, dass man dann innen vielleicht nicht so einen Hügel machen kann, dass man dann durchlaufen kann. Von innen, von außen muss man springen. Mein Pferd ist mal wieder zu schnell. Das hat man gerade gesehen. Ich habe mich irgendwie vorgebackt. Okay. Aber das Lesen geht dieses Mal ja flüssig. Deswegen, keine Ahnung, wann es hängt. Dann hängt es wahrscheinlich an Spielern oder so. Die sind jetzt, hier ist eigentlich fast niemand. Deswegen wundere ich mich schon. Aber in Silverglade, also in Städten, backt es eh immer mehr. Ja. Das ging aber schnell. Es war nicht schwer. Naja. Hoffentlich hattest du trotzdem Spaß. Und nun bekommst du ein Geschenk von mir. Es gibt noch viele andere Personen in Jorvik, die Eier versteckt haben. Reit herum und versuche sie alle zu finden. Wir sehen uns, Anna, und frohe Ostern. Wir haben zwei Eier bekommen. Oder eins. Ist aber auch gut eins. Wir haben ein Ei. La, 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 la. Das können wir dann essen. La, 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 la. Und ihr seht, der liebe Harold hat eine Quest für uns bekommen. Eier. Hallo Anna, du wirst meine Eier suchen. Viel Glück. Dieses Jahr ist es richtig schwer. Okay, ich glaube, es ist außerhalb oder wie? Harold, oder ist es hier innen drin? Oder, oh mein Gott, ist aber... Also man sieht es schon, aber wenn man jetzt hier auf dem Pferd wäre... Wäre ich mir unsicher, ob man es sehen würde. Hier eins. Also jeder hat fünf Eier, so wie ich es jetzt verstanden habe. Aber hier ist eigentlich, glaube ich, immer ein Ei, so zu sagen. Aber das ist ja wirklich viel schwerer versteckt. Jetzt, wenn du es Ei richtig suchst und es glänzt nicht, bis du es dann mal hast hier hinten in der Ecke. Also ich hätte aber so eben irgendwie in den Baum gesteckt. Ich bin nämlich so schlau und ich würde es einfach in den Baum reinstecken. Es hängt jetzt irgendwie nicht mehr so. Es kann auch sein, dass mein Video mit Konfettieren fertig ist. Weil man sieht ja den Glitzer. Weil, also das hier hätte ich jetzt auch schwer erfunden. Weil du musst ja da auch reinkommen und das dann... Oh mein Gott, aber es hängt hier hinten in der Ecke. Immer wenn ich so nah an irgendwas bin, dann werde ich reingesrutscht. Das ist, glaube ich, nicht an mein Lied, aber glaube ich nicht. Hier könnte ich mir jetzt vorstellen, so richtig schwer in so einer Ecke hier irgendwo, wenn es jetzt wirklich nicht angezeigt werden würde, dieses Glänzende. Ich hätte jetzt hier nicht so schnell lang, dass ich mich auch richtig umgucken kann. Also er ist mindestens nicht im Versteck, nichts auf fremden Grundstücken. Hier seht ihr es, wie ich mich da vorgebackt habe. Und das liegt nicht an meinem Laptop, weil vor, also backen schon, also das Laufen backen, aber es kann nicht fliegen backen. Das kann nicht an meinem Laptop liegen. Also an meinem PC, da hängt irgendwas auf dem Server oder vielleicht... Hätte ich mich auch nochmal... Oh, das ist richtig geil versteckt. Es ist leicht, aber es macht halt Spaß, das hier jetzt so zu finden. Ich denke jetzt an einem Haus zwei Stück. Das wäre jetzt wirklich so... Alle an einem Haus versteckt. Dann... Du denkst ja jetzt so, dass überall nur eins ist und dann...
ist doch irgendwo 2 und dann, oh. Naja. Mein dummes. Nee, Cindy, du bist voll nett. Du bist nett. Du bist voll korrekt. Du bist nett, du bist voll korrekt. Das passt voll. Du bist nett, aber auch voll kokett nicht. Kokett nicht. Nee, kokett bist du gar nicht, meine Maus. Ja, das hier ist meine kleine Glitzer. Oh, da war eins. Okay, gut. Da habe ich geklickt und geklickt. Hier werde ich mich gleich wieder rausrutschen, denke ich mal. Yep. Also ich habe mich nicht rausgeswitcht, aber. Ah, das hier war, finde ich, schon so ein bisschen schwerer. Jetzt die Frage, wo ist das letzte? Habe ich irgendwo was übersehen oder so? Hier hinten im Eck. Bei den Rennen, das wäre auch ein Versteck. Oh, da unten, okay. Das ist, naja, also irgendwie voll viel Hafflinge. Hallo Sabrina, wie ist dein Pferd? Moon Beauty, ich mag es, wenn man einen Fernnamen sieht. Oh, ey, Nelly, ey, ich habe was bei den Update-News vergessen. Man kann jetzt bei der Fohlen-App auch die Hafflinge als Fohlen machen. Ich habe es Ihnen nochmal gesagt, schreibt es nochmal in die Kommentare in den Update-News. Ja. Du hast alle gefunden? Gut gemacht. Hier ist dein versprochenes Geschenk. Frohe Ostern. Haben die davor schon da gestanden? Brot fürs Pferd. Käfer süß. Und hier an dieser Stelle beende ich auch die Folge und dann ciao.